Hallo, heute möchte ich über die Entstehungsgeschichte von Wing Chun und die damit verbundene Ursprungslegende sprechen. Wing Chun kommt dieser Erzählung nach ursprünglich aus dem Shaolin-Tempel. Wie hat sich das zugetragen? Das war eine spezielle Zeit, ein großer politischer Umbruch, 1644, ein Dynastiewechsel, die Ming-Dynastie ging zu Ende und neue Machthaber, die aus dem Norden, aus der Mandschurei kamen, haben die Macht an sich gerissen und die Qing-Dynastie war es, diese neue Dynastie. Diese neuen Machthaber waren sehr unbeliebt. Die kamen eben aus einer ethnischen Minderheit, aus dem Norden, aus der Mandschurei, wurden sozusagen dadurch von den Chinesen, von den meisten Han-Chinesen als Fremdherrscher angesehen und man wollte eigentlich unbedingt eben diese Fremdherrschaft wieder beenden und zurückkehren zu den alten politischen Verhältnissen. Und in dieser Zeit hat sich eben sehr, sehr viel Widerstand geregt und auch der Shaolin-Tempel war eben dieser Erzählung nach ein Hort des Widerstandes. Der neue Kaiser hat das aber eben mitbekommen und hat eben versucht, den Shaolin-Tempel anzugreifen, aber die Shaolin-Mönche waren einfach bekannt für ihre Kampffähigkeit, sodass die Soldaten des Kaisers wenig Chancen hatten. Dann haben sie überhaupt begonnen, den Tempel zu belagern, ihn mit ausländischer Hilfe mit Kanonen zu beschießen, aber keine Chance, der Tempel war so gut wie uneinnehmbar. Es gab dann allerdings einen Verräter, das war ein Shaolin-Mönch, der eben nicht alle hohen Shaolin-Formen hat lernen dürfen, deswegen war er irgendwie eben halt enttäuscht und wollte sich irgendwie rächen und hat dann den anderen Mönchen eines Nachts Schlafmittel ins Essen gemischt und den Tempel in Brand gesetzt und die Eroberer eben hineingelassen, also die Tore geöffnet. Und da entstand ein riesiges Massaker, wo fast alle Mönche eben in dieser Nacht getötet wurden. Und da gibt es unterschiedliche Versionen, aber in den meisten Versionen haben nur fünf Meister eben überlebt. Und unter diesen fünf Meistern war eine Frau, eine Nonne namens Nick Mui. Und diese Meister haben sich dann in alle Himmelsrichtungen verstreut und versteckt gehalten. Und diese Nonne hat dann irgendwie an einem Berg in Südchina als Einsiedlerin lange Zeit gelebt. Und eines Tages, da war sie schon eine sehr, sehr alte Frau, ging sie eben immer von ihrer Einsiedelei eben in das angrenzende Dorf. Und da gab es einen Bauern, der Lebensmittel, der Tofu verkauft hat. Und dieser Bauer hatte eine wunderschöne Tochter. Und eines Tages kommt eben die Nonne hin und findet eben dieses Mädchen weinend vor und geht eben hin zu ihr und fragt, was denn los sei. Und das Mädchen beginnt ihr eben zu erzählen, dass es eben einen ganz ortsbekannten Gangster gibt, den Tiger Wong. Und der möchte sie eben zur Frau nehmen und hat ihm gedroht, dass wenn sie ihn nicht heiratet, dann wird er ihrem Vater was antun. Und sie möchte ihn aber gar nicht heiraten, sie sei doch verliebt in einen anderen Mann und möchte eben auf keinen Fall diesen Gangster heiraten, aber sie kann ja auch nicht riskieren, dass irgendwie ihrem Vater Leid zugefügt wird, also was soll sie tun? Die Nonne sagt, kein Problem, ich habe eine Idee, wir machen Folgendes. Du gehst zu diesem Tiger Wong, zu diesem Gangster und bittest ihm um ein bisschen Zeit, um ein paar Wochen oder ein paar Monate. Sie haben dann einen Termin ausgemacht, bringt einen bestimmten Feiertag, sagt ja, dann würde ich dich heiraten, aber unter einer Bedingung, dann bei diesem Termin musst du mich im Kampf besiegen. Und nur wenn du im Zweikampf sozusagen beweist, dass du Manns genug bist, eben mich zur Frau zu bekommen, dann werde ich dich heiraten. Und der war natürlich etwas überrascht, aber hat eingewilligt. Und in der Zwischenzeit hat jetzt eben diese Nonne Nick Mui begonnen, das Mädchen eben in Kung-Fu zu unterrichten. Und auch da gehen sozusagen die Versionen auseinander. Also die Nonne hat eben schon dieses Shaolin Kung Fu, das sie gelernt hatte, ein bisschen adaptiert, eben angepasst, eben der Tatsache, dass sie als Frau eben oft ihren männlichen Trainingspartnern körperlich unterlegen war und hat sozusagen diesen Stil eben adaptiert. Und die Frage ist jetzt, hat die Nonne wirklich diesen Stil so adaptiert oder das Mädchen, das angeblich eben hochtalentiert war, hat dann eigentlich erst das Mädchen begonnen, das sozusagen für sich irgendwie eben in eine neue Form zu pressen, wie dem auch sei, aber irgendwie sozusagen zwischen diesen beiden Frauen ist irgendwie eine neue Art des Kung-Fus entstanden. Und dann, wie es eben zum Kampf kam, hat eben das Mädchen mit Leichtigkeit eben diesen Gangster, diesen Tiger Wong besiegen können und konnte dann
den Mann, den sie wirklich geliebt hat, auch heiraten. Das Mädchen hatte übrigens den Namen Yim Win-Chung. Und die Geschichte geht so weiter, dass ihr Mann, dieser Loing Bok Chau, auch eigentlich ein Kung-Fu-Meister war und am Anfang das nicht so ganz ernst genommen hat, was seine Frau da eben macht und trainiert, aber erst mit der Zeit eben gesehen hat, was sie einfach für eine hervorragende Kung-Fu-Meisterin war und ihm eigentlich weit überlegen war. Und dann irgendwann hat er dann sozusagen diesen neuen Stil, den dann irgendwann sie begonnen hat, auch ihm zu unterrichten, weil er so fasziniert war, hat dann diesen neuen Stil dann ihr zu Ehren eben Wing Chun getauft. Und das sei eben der Ursprung des Wing Chun-Stils. Allerdings gibt es viele Zweifel daran, ob diese Ursprungsgeschichte, und deswegen sage ich schon dazu Ursprungslegende, auch wirklich historisch ist. Und auch dazu gibt es von mir ein Video eben über die Zweifel an dieser Entstehungsgeschichte. Wenn du generell Interesse an noch anderen Videos über Wing Chun hast, gibt es in meinem Kanal sehr, sehr viele. Vielleicht hast du ja Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns sicher bald bei einem anderen Video wieder.